Der Rubel und die russische Wirtschaft standen bei der Pressekonferenz ganz weit vorne, versteht sich ja fast von selbst. Wie die Märkte unmittelbar auf Putins Aussagen reagiert haben, Madina Kochinova hält die Hand am Puls der Moskauer Börse. Der Gesamttrend hier an der Moskauer Börse ist positiv. Das Handelsvolumen ist größer als gewöhnlich, aber noch immer ist die Unbeständigkeit da. Das steckt noch immer im Markt. Momentan ist die russische Währung etwas abgerutscht, aber nur leicht. Der Rubel liegt etwas über 61 zum Dollar und bei 75 zum Euro. Die Situation war heute Morgen noch eine andere, als der Rubel bei 58 zum Dollar und 72 zum Euro stand. Was die russischen Aktien angeht, beinahe alle Werte erholen sich momentan. Die großen russischen Indizes, der RTS und MISEX, sind beide im Plus. Der RTS ist um 7% gestiegen, der MISEX hat ebenfalls über 5% gewonnen. Experten sagen, der Rubel sei wegen einer ganzen Anzahl von Faktoren wieder gestiegen und natürlich hauptsächlich wegen der Krisenmaßnahmen der Zentralbank, die Mittwoch in Kraft traten. Das hat eine große stabilisierende Wirkung auf den Markt. Natürlich die Erhöhung des Leitzinses auf 17%. Das hat auch insgesamt zum positiven Trend beigetragen. Und wir müssen die leichte Erholung des Ölpreises erwähnen, die wir hier in den letzten Tagen sahen. Dennoch sagen viele Experten hier an der Moskauer Börse, es sei zu früh und zu schwierig, um schon davon zu reden, dass sich die Situation stabilisiert. Alle sollten auf weitere Schwankungen vorbereitet sein. Und das ist genau das, was wir im Moment sehen. Putin selbst sagt, dass externe Faktoren wie zum Beispiel Sanktionen nur zu einem Viertel an der Krise schuld sind. So spricht er auch von der verfehlten Diversifizierungspolitik der letzten 20 Jahre. Inwiefern der Verfall des Rubels und die kriselnde russische Wirtschaft von äußeren Faktoren vorangetrieben werden, bespreche ich mit Andreas Popp, einem Finanzexperten von der Wissensmanufaktur, hier bei uns als Rubelversteher. Hallo, Herr Popp. Hallo, ich grüße Sie. Inwiefern haben externe Faktoren etwas damit zu tun, dass es der russischen Wirtschaft und vor allem auch der russischen Währung, dem Rubel, so schlecht geht? Also erst einmal müssen wir unterscheiden, dass es der russischen Wirtschaft ja nicht schlechter geht als vorher, der reinen russischen Wirtschaft. Wir sehen hier sehr deutlich an den Entwicklungen, dass das Finanzsystem völlig abgekoppelt ist von den wirtschaftlichen Aktivitäten. Das heißt, das Finanzsystem offensichtlich gigantische Strukturen und Veränderungen hineinbringt in eine tatsächliche Ökonomie, in die physische Ökonomie. Und wir sehen ja momentan einen Angriff der spekulativen Staaten gegenüber den produktiven Ländern. Und Russland gehört ja zu den sehr rohstoffreichen Ländern und ist eigentlich wirtschaftlich nicht so wahnsinnig gefährdet, wie es dargestellt wird. Das bringt mich auch gleich zur nächsten Frage. Sie haben es schon angesprochen, es ist eine spekulative Attacke. Handelt es sich hier wirklich dabei, dass ausländische Spekulanten am Finanzmarkt das gezielt machen? Wir haben ja eine Situation einer sogenannten Dollar-Leitwährung, die als Weltwährung fungiert und da letztendlich auch alle Ölreserven und alle Ölverkäufe über Dollar fakturiert werden, gibt es hier natürlich einen unglaublichen Vorteil für die US-Administration. Das sind die Vertreter auch der US-amerikanischen Währung, die Amerikaner zu nutzen haben, denn die Währung, die Dollar-Währung, ist ja eine Privatwährung. Und insofern stimmt es schon, das sind Attacken, die von außen getätigt werden für diejenigen, die gegen das Weltfinanzsystem vorgehen. Das haben wir gesehen in Syrien, das sehen wir in Libyen, das sehen wir im Irak und überall dort wird natürlich auch verbrannte Erde hinterlassen. Und dieser Versuch wird jetzt offensichtlich auch mit Russland vorgenommen und ich hoffe eben halt nicht mit Erfolg. Halten Sie dies für eine flüchtige Entwicklung oder eine flüchtige Schwankung des Rubels? Die momentane Rubelgeschichte, dass er steigt oder fällt, hängt natürlich schon damit zusammen, dass die russische Finanzsystematik auch an der amerikanischen und am IWF letztendlich mit dran verbunden ist. Das ist richtig. Aber und die momentanen steigenden kurzfristigen Rubelkurse sind natürlich aufgrund der Verkäufe der Devisen letztendlich zurückzuführen. Das ist nicht überzubewerten. Ich glaube, hier wird sehr deutlich, dass die russische Wirtschaft jetzt vielleicht sich substanziell auf ihre Wirtschaft konzentrieren sollte, die man ja als Ökonomik bezeichnet und nicht als Krematistik. Das ist nämlich die reine Spekulation und das Geldmachen aus Geld.
hier wird es ja deutlich, worüber wir ja in der Wissensmanufaktur seit Jahren berichten. Das bringt mich zu dem nächsten Punkt. Und zwar ist es dann so, dass man die Wirtschaft in Russland klar eben von der Währung trennen kann? Jede Wirtschaft sollte von der Währung getrennt werden, aber wir sind mittlerweile so durchmanipuliert worden, dass wir glauben, Finanzen und Währung und Wirtschaft hängt alles unmittelbar miteinander zusammen. Wir müssen nochmals unterscheiden zwischen Spekulationen, wo tatsächlich rein aus Geld Geld gemacht wird, durch Wettsysteme oder eben halt tatsächlich durch Hände oder Maschinenarbeit letztendlich Bedürfnisse befriedigt werden. Das klingt altbacken, aber genau darauf müssen wir uns jetzt konzentrieren. Und ich glaube, Russland hätte da den Hebel gut in der Hand, speziell auch in der Verbindung mit China, die ja nun doch auch sehr unter dem US-amerikanischen, durch die US-administrativen Dollar natürlich leiden, ja. Sie hören sich sehr viel optimistischer an. Zum Beispiel hat Paul Krugman, ein bekannter und Nobelpreisträger, ein Ökonom, gesagt, dass es aktuell mit der Krise aus 98 vergleichbar ist, was damals Russland durchgemacht hat. Allerdings hat Russland Devisenreserven, die ein Vielfaches das übersteigen, was sie 1998 hatten. Warum dann dieser pessimistische Ausblick von einem Starökonom wie Paul Krugman? Ich weiß nicht, ob Paul Krugman das auch zu Recht ist, das wollen wir mal festhalten. Aber ich denke mal, wenn er solche Dinge sagt, dann hängt das vielleicht damit zusammen, dass hier auch ein bisschen Panik geschürt werden soll. Denn 98 ist natürlich nicht vergleichbar, denn danach wurde Jelzin eingesetzt, der natürlich außerordentlich pro-westlich gearbeitet hat, wie alle in späteren Entscheidungen natürlich bewiesen und beweisen. Und dadurch, dass Putin tatsächlich jetzt auch die Interessen seines eigenen Landes vertritt, wird das natürlich sehr ernst genommen und man muss natürlich sehen, wohin das führt. Ich sehe das definitiv anders. Noch eine kurze Frage. Sehen Sie eine Auswirkung auf die Weltwirtschaft? In Bezug auf Russland? Nein, natürlich nicht wirklich. Ich sehe, dass die US-amerikanische Wirtschaft, das heißt die US-amerikanische Finanzsystematik, längst pleite ist. Wir reden also letztendlich davon, dass es in Russland letztendlich untergeht. Aber unterm Strich gesehen, die Amerikaner produzieren weitaus mehr an Dollar, als es die Russen überhaupt in Rubeln könnten. Sie sind in dem Privileg der Dollar-Leitwährung. Hier liegt die Ursache und hier muss auch der Hebel angesetzt werden weltweit. Und ich hoffe, dass gerade die Europäer und die Russen gemeinsam sich darauf besinnen und sich von dieser eigenartigen Politik der Finanzsysteme langsam verabschiedet. Die Zeit ist wirklich mehr als reif, sonst geraten wir tatsächlich in einen Krieg. Und das wollen wir wohl letztendlich keiner. Vielen Dank, Herr Popp. Putin selbst spricht davon, dass die russische Wirtschaft sich innerhalb 2 Jahren erholen würde. So im Worst-Case-Szenario. Danach wird sich die Lage unweigerlich normalisieren.